Oh mein Gott, Leute! Oh, ja, wir sind hier wieder bei Minecraft Universe Folge 19. Und ja, es gab eine lange Pause. Das kann ich euch erzählen. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, ja, da ist der Dr. Who ins Spiel mit eingetreten. Und an alle, die sich jetzt fragen, hä, Basti, was ist das für ein Projekt? Das kenne ich ja noch gar nicht. Schaut euch die Playlist unten an. Wir haben schon eine sehr, sehr lange Reise hinter uns. Und diese Folge hier, die kommt so spät einfach. Wisst ihr, was passiert ist? Ich bin mit dem Doktor, bin ich im Vortex abgedriftet und im Zeitvortex. Und ja, ich wollte doch eigentlich nur zum Grab meines Freundes Max, der ist ja gestorben. Ich musste ihn töten und jetzt habe ich ja den Stab der Belebung wieder und damit möchte ich jetzt meinen Freund wiederbeleben. Hier ist unser Doktor. So, du willst deinen Freund wiederbeleben? Fuchtle einfach mal wild an der Steuerung rum und denke fest an den Ort, wo du hin willst. Die TARDIS wird dich dorthin bringen. Alors, sieh. Das habe ich gemacht, allerdings sind meine Gedanken ein bisschen abgeschweift und so weiter und deswegen bin ich im Zeitvortex irgendwo stecken geblieben und ja, die TARDIS, wir mussten sie reparieren und so weiter und so fort und ich hoffe, dass ich diesmal richtig gelandet bin, so. Hui, ah! Oh mein Gott. Ich dachte, oh nein, hier muss doch irgendwo das Grab sein von, ah, da oben ist die TARDIS. Na toll, okay, dann muss ich irgendwo da hochkommen. Mann, so. Ich nehme mir gerade mal kurz ein paar Blöcke mit, weil wir müssen zum Grab von Max. Ich weiß nicht, wer von euch erinnert sich noch an das, ja, mit dem Reinfall von Ernst, der uns da so einen bösen Streich gespielt hat mit Gotto. Als wir im Himmel waren, oh mein Gott. So, ich werde hier erstmal, damit ich nachher ohne Probleme einsteigen kann, noch das hinsetzen. Das hier ist die TARDIS, da kann man rein oder kann man raus. So, es gibt hier auch, das habe ich entdeckt auf meiner Reise, einen Schraubenschlüssel. Guck mal, hier. Wir können jetzt hingehen und hier einen Korridor machen. Hui! Hui, man kann die TARDIS nämlich so aufbauen, wie man möchte. Und das finde ich so genial. Die ändert jedes Mal ihre Form so in etwa. Ich kann jetzt hier jetzt den reinstecken. Und dann können wir hier zum Beispiel ändern. Ich will keinen Korridor. Ich will eine große Kammer. Eine Bücherei will ich jetzt. Na, dann kann ich hingehen. Also der Doktor hat mir auf den Reisen alles gezeigt. Und jetzt guckt mal hier. Wir haben hier... Hier steht alles über die TARDIS, wie man sie fliegt, die Konsole, Take-Off, Drifting, Crafting, Tools, bla bla bla. Und ja, dann kann ich das hier alles nachlesen, das ist einfach genial. Und hier, kann ich leben. Also hier, mein Schallschraubenzieher, der Doktor hat mir das alles gezeigt, aber wir haben ja einen anderen Auftrag, Freunde. Wir müssen unseren Freund Max, nein! Ach, ich hätte dran denken müssen. Wir müssen den guten Max wiederbeleben. Hier ist sein Grab, oh mein Gott. Er ist einfach so verlassen irgendwie. In so einem Berg ist sein Grab. Okay, krass. Hier mit Lianen und ein paar Bilder, alles klar. Hier sogar schöne Blumen. Hier ruht Max. Gefallen am 7.11.2015. Und hier hat er so ein schönes Grab. Hier sind die Bilder, die seine Lebensgeschichte erzählen. Damals, als er von einer Spinne angegriffen worden ist. Und hier nochmal irgendwas mit einer Spinne. Dort hat er einen Brand gelegt und hat dann sich an der Hand verbrannt. Und hier hat er gegen den Wither gekämpft. Ne? Und da ist sein Freund der Creeper und da sind einfach nur Blumen und ein Fenster. Und dahinter sind, glaube ich, Berge, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir Max wiederbeleben mit unserem Stab der Belebung. Und ich frage mich, wie das denn funktionieren soll. Muss ich vielleicht, ich mach mal Rechtsklick drauf oder ich schlag das mal. Hallo, Max, ich will dich wiederbeleben. Oh Mann,
Vielleicht muss ich ja auch einfach wild im Kreis tanzen und irgendein Lied singen. Hucka, 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 hucka. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es, ihn wiederzubeleben. Oder vielleicht dauert es einfach einen Tag. Vielleicht muss ich auch einfach hingehen und jetzt den Stab einfach dahin troppen. So. Und dann einfach eine Nacht warten. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt einfach mal zack und zack. Und jetzt warten wir, bis es wieder Tag ist. Nach einer Nacht warten sollte er doch jetzt eigentlich vielleicht... Max! Er lebt wieder! Oh mein Gott, aber wie siehst du denn aus? Hä? Du bist doch nicht... Nein, was? Hä? Max? Was mache ich hier? Und warum tun meine Knochen so weh? Basti? Bist du das? Du hast mich geopfert. Ich erinnere mich. Ja gut. Nein, das war ich nicht. Hä? Was hast du gesagt? Du hast mich geopfert. Das weiß ich. Ja gut, Max. Naja, es blieb mir nichts anderes übrig. Aha, okay. Ich verzeihe dir, aber... Was ist mit mir passiert? Du hast mich wiederbelebt und jetzt bin ich alt? Oh, Mann, tu was dagegen. Ich weiß selbst nicht, was passiert ist, Max, aber ich helfe dir natürlich. Ich frag den Doktor. Was? Ich will nicht zum Doktor. Aber, naja, vielleicht weiß der ja was. Der gute alte Onkel Doktor. Nun, geh schon. Oh mein Gott. Was haben wir mit Max gemacht? Er ist einfach alt. Es tut mir so leid. Hier, hast du Blumen. Max, oh mein Gott. Er tut mir schon irgendwie leid. Ich meine, er ist jetzt circa 50 Jahre gealtert. Oh Mann. Alles nur wegen dem Stab. Ich werf den weg. Der ist kaputt, bestimmt. Mann. Wir gehen zum Doktor, vielleicht weiß der ja was. Okay, okay. Doktor, hallo. Huhu, klopf, klopf. Nun, Basti, hat es geklappt? Naja, er lebt wieder. Aber er ist um circa 50 Jahre gealtert. Was? Oh nein! Dann ist irgendwas mit dem Stab nicht in Ordnung gewesen. Aber mein Junge, man würde mich nicht den Doktor nennen, wenn ich nicht wüsste, was zu tun wäre. Wir müssen ihm Wasser vom Jungbrunnen mitbringen. Ich gebe die Koordinaten ein und du fliegst uns dorthin. In Ordnung. Oh mein Gott, Leute. Das wird wieder sehr, sehr toll. Wo ist denn hier? Warte mal, er hat gesagt, er gibt die Koordinaten ein, ne? Warte mal, hat er sie schon eingegeben? Ich weiß nicht, ich drehe einfach mal ein bisschen hier rum. Vielleicht hat damit was zu tun. So, machen wir mal hier ein bisschen. Zack, zack. Ich bringe uns dorthin, Doktor. Ich übernehme das. Nicht du, okay? Ich regel das so ein bisschen hier drehen. So, so, so. Ein bisschen da drehen. Alles gut. Warte mal. Nee, halt mal. Nein, nein, nein. Nein, ist nicht so. So. So müsste in Ordnung sein. Dann machen wir hier noch das da. Okay. Dann, wie war das nochmal mit der TARDIS fliegen? Den hier hoch. Und dann den hier. Wuhu! Die TARDIS fliegt! Yes! Okay, ich muss Knöpfe drücken. Oh Mann, ich habe den Dreh noch raus. Okay, da, den Knopf drücken. Knopf drücken, so. Wuhu! Nicht, dass was explodiert. Oh, den Knopf drücken. Knopf, nein! Au! Scheiße! Ich mach sie kaputt! Da, der nächste Knopf. Nein! Verdammt, ich bin zu langsam. So, alles in Ordnung, Leute. Alles in Ordnung. Wir sind gleich angekommen. Oh Mann. TARDIS fliegen ist gar nicht einfach, Leute. Sie landet. Die TARDIS landet. Mal gucken, ob ich alles richtig gemacht habe. Oh Mann.
Leute. Es ist... Ja. Ja, gut, also wir sind gelandet. Ich traue mich gar nicht rauszugehen. Ich gehe jetzt erstmal da hinten nochmal. Keine Ahnung, mich interessiert das. Was es da noch so gibt zu entdecken. Hallo, okay. Steht vielleicht, wo ich gelandet bin? Flight. Konsole. Koordinaten. Aha. Okay, hier, ja, hier steht halt alles erklärt, wie man die fliegt. Tools. Gravity Lift. Es gibt hier einen Gravity Lift. Och, krass, was es hier alles einfach zu entdecken gibt, Leute. Es ist einfach unglaublich. So. Aber wisst ihr was? Leute, wir finden erst in der nächsten Folge heraus von Minecraft Universe, wo wir gelandet sind und ob wir das Wasser vom Jungbrunnen bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein und tschüss.